Wenn man über neue Applikationen spricht, dann ist das Erste, was einem in den Kopf kommt, was vielleicht fehlen könnte beim iPhone, sicherlich nicht ein Twitter-Client, denn davon gibt es reichlich und viele verschiedene im App Store. Aber es gibt einen neuen, der beachtenswert ist, nämlich Weed. Ich zeige Ihnen gerade mal, was Weed auszeichnet, ist, dass es besonders schnell und gefällig von der Optik her ist. Also es ist natürlich, es ist hier sehr snappy, sehr schnell in der Bewegung bei der Timeline. Es hat alle normalen Funktionen wie Ad-Replies, Direktnachrichten, Suchfunktionen, Trending-Topics und auch natürlich Listen-Support. Es ist auch Multi-Account-fähig, das heißt, mehr als ein Account ist auf jeden Fall auch möglich. Und es gibt hier noch die notwendigsten Einstellmöglichkeiten über den Namen, ob der reale Name oder der Twitter-Name angezeigt werden soll, Übersetzungsoptionen in verschiedene Sprachen für Tweets, Read It Later und Instapaper-Support. URL, Shortening, des Weiteren verschiedene Dienste für den Upload von Bildern und Videos. Ja, dieses Programm ist sehr leicht gebaut und dadurch auch sehr schnell. Es macht Spaß, damit zu arbeiten. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was fehlt bisher, sind Geolocation-Funktionen. Das heißt, man kann jetzt hier, wie bei anderen Twitter-Klienten bekannt, nicht seine aktuelle Position mitsenden, aber ich habe dem Entwickler mal eine E-Mail geschrieben und der sagte, dass das möglicherweise in der nächsten Version kommen würde. Man würde daran arbeiten oder hätte es zumindest auf der Liste. Insofern für 79 Cent, die es momentan kostet, auf jeden Fall einen Blick wert. Meine Empfehlung.